Getrieben von rassistischem Hass ist der Norweger Anders Breivik zum Massenmörder geworden. Die Bilanz des Grauens: 77 Tote. Ein Massaker vom Täter verübt, um sich für eine multikulturelle Überfremdung der weißen Rasse zu rächen. Der Hass auf Ausländer hat auch ein Terrortrio in Deutschland zu Mördern werden lassen. Die Opfer: 8 Türken, ein Grieche, eine deutsche Polizistin. Doch die Attentate, die die europäische Öffentlichkeit tief erschüttert haben, gehören zu einer terroristischen Entwicklung, die vor mehr als 40 Jahren begann. Seither ist rechtsextreme Gewalt, die unzählige Opfer gefordert hat, weitgehend unterschätzt worden. Die 1960er Jahre. In Italien beschwören Rechtskonservative und Faschisten die rote Gefahr. Die Kommunisten stellen die zweitstärkste Partei. Die Spannungen zwischen den politischen Lagern nehmen dramatisch zu und die extreme Rechte setzt auf Gewalt. Mailand, Dezember 1969. In einer Bank explodiert eine Bombe. 16 Menschen werden getötet, 88 verletzt. Die Ermittlungen führen zur neofaschistischen Gruppe Ordine Nuovo. Doch niemand wird verurteilt, weil es an stichhaltigen Beweisen mangelt. Mai 1972. Im Dorf Peteano töten Neofaschisten 3 Carabinieri. Nun wird erkennbar, der Terror zielt auf die junge Demokratie. Angst und Schrecken sollen verbreitet werden. Bestimmte politische Kreise und mächtige Gruppen im Hintergrund hatten großes Interesse daran, innerhalb Italiens im sozialen, ökonomischen, politischen und gewerkschaftlichen Bereich Spannungen zu erzeugen. Durch diese Spannungen sollte in der Bevölkerung der Ruf nach Frieden, Ruhe, Sicherheit und Ordnung laut werden. Doch Attentate und Morde von Linksextremisten beherrschen die Schlagzeilen. Den Kern der Roten Brigaden bilden Studenten und Arbeiter. Repräsentanten des Staates und der Justiz sind die Opfer. Mit bewaffnetem Kampf gegen die politische Ordnung wollen die Linksterroristen eine vermeintlich gerechtere Gesellschaft herbeibomben. Während sie harte Strafen erhalten, können neofaschistische Attentäter oft nicht ermittelt werden oder kommen mit fragwürdigen Freisprüchen davon. Ende der 1960er Jahre in der Bundesrepublik. Aus der Studentenrebellion geht eine linksterroristische Zelle hervor, ähnlich den Roten Brigaden, die Rote Armee-Fraktion. Sie beginnt mit Banküberfällen, um sich Geld für das Leben im Untergrund und für Waffen zu beschaffen. Was die Terroristen nicht ahnen, ihre Methoden finden interessierte Beobachter. Da war die RAF das Vorbild, da wir ja keine Logistik hatten. Wir hatten ja keine finanziellen Rücklagen, so stelle ich mir vor, kam dann der Gedanke der Geldbeschaffung durch eine Veränderung der Vermögensverhältnisse, indem man sich das aus einer Bank rausgeholt hat. Die RAF verübt aufsehenerregende Anschläge auf prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, will den Staat ins Mark treffen. Aus dieser Stimmung heraus hatte ich auch geglaubt, das Ende der Republik ist nahe. Wenn jetzt auch noch von rechter Seite oder von anderen Untergrundgruppen zugeschlagen wird, wird das Ende der Republik beschleunigt. Das ist mir nur willkommen und habe also auch Gewalttätigkeit bejaht und gut geheißen. Der RAF-Terror schlägt hohe Wellen. Politik und Medien vermitteln der Gesellschaft ein klares Feindbild. Ob Banküberfall oder Mordanschlag, Linksterroristen sind die ersten Verdächtigen. So können rechte Extremisten fast unbemerkt die junge Demokratie ins Visier nehmen. Manfred Röder ist einer der ersten, der den Kampf für die Wiederauferstehung des Dritten Reiches aufnimmt. Mein Vater war SA-Mann, SA-Obersturmführer. Davon habe ich natürlich auch den Kindern erzählt. Das heißt, es war für sie eine Selbstverständlichkeit, dass wir im Dritten Reich uns zu diesem Reich bekannt haben und es gerne mitgemacht haben. Es muss wieder ein deutsches Reich sein mit einer starken Führung. Und
Das wieder zu tun, war unser Anliegen. Um ihn herum entstehen die sogenannten deutschen Aktionsgruppen. Ein Bündnis von Rechtsextremisten, das Sprengstoff und Brandanschläge verübt. Im Gegensatz zur RAF ohne Bekennerschreiben. Die Ziele, staatliche Behörden und Unterkünfte von Einwanderern. In der Nacht des 22. August 1980 schleudern Mitglieder der Aktionsgruppen Brandsätze in ein Heim für vietnamesische Kriegsflüchtlinge in Hamburg. Zwei Menschen verbrennen bei lebendigem Leib. Manfred Röder im Kreis seiner Familie. Ihm selbst kann keine direkte Tatbeteiligung an den Brandanschlägen nachgewiesen werden. Er wird aber zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Neben Alten sind es auch junge Rechtsextremisten, die den demokratischen Staat in die Knie zwingen wollen. Michael Kühnen, Jahrgang 1955, steigt schnell zur Führerfigur auf. Das fordere ich von jedem Einzelnen, der sich mir anschließt, sich zu bekennen als das, was wir sind, als nationale Sozialisten in der Tradition der NSDAP und in der Tradition der SA. Zu den Gefolgsleuten Kühnens zählt auch Thomas Brehl, der seinem Führer voller Leidenschaft folgt. Gedanke des politischen Soldaten, ein politisch motivierter Mensch, aber in soldatischer Ordnung, der halt diesen Kampf führt, hauptsächlich auch auf der Straße, wie das eben, wie wir das von der historischen SA kennen. Das war der Kern des Konzepts. Kühnens Aktionsfront Nationaler Sozialisten, ANS, wird zur neuen Kaderschmiede in der Szene. Neben Brehl in der ersten Reihe Christian Worch, bis heute einer der braunen Strategen. Dabei auch Kader aus Österreich und den Niederlanden. Kühnen will Aufmerksamkeit erregen, indem er Tabus verletzt. Er verhöhnt die Opfer des Holocaust. Da ist eine kleine Gruppe in Hamburg, kein Geld, überwiegend arbeitslose Arbeitersöhne, insgesamt vielleicht eine Truppe von 15, 20 Mann. Wie kann die der Welt irgendetwas sagen? Sie hat kein Geld, sie hat keinen Einfluss, sie hat keine Lobby. Und Kühnen ist ja damals auf die geniale Idee gekommen, diese Eselsmaskenaktion durchzuführen, die die Leute nichts gekostet hat, aber die wirklich weltweit ja nun durch die Presse gegeistert ist. Und das war ja so eine Initialzündung wohl auch für Kühnen, dass er gesagt hat, mit dieser Schiene, mit Provozieren an die Öffentlichkeit. Die Provokationen bringen Kühnens ANS neue Mitglieder. Auch gewaltbereite Neonazis, die Waffen horten, kommen hinzu. Kühnen riskiert im Juli 1978 die erste gewalttätige Konfrontation mit der Polizei und verstärkt in aller Öffentlichkeit seine NS-Propaganda. Doch er wagt zu viel. 1979 kommt Kühnen vor Gericht und anschließend für 4 Jahre ins Gefängnis. Im Unterschied zur Bundesrepublik hat sich in Italien in den 1970er Jahren eine rechtsextreme Partei etabliert. Der neofaschistische Movimento Sociale Italiano, MSI, sitzt im Parlament, gewählt von 2,8 Millionen Anhängern. Der Führer heißt Giorgio Almirante, ein Gefährte des einstigen Faschistenführers Mussolini, der von seinen Anhängern vergöttert wird. Während der MSI die Demokratie nur mit Worten bekämpft, gehen radikale neofaschistische Gruppierungen wesentlich weiter. Sie rekrutieren Terroristen über Kampfsportarten. Die Vereine funktionieren nach militärischen Prinzipien. Was hier geschieht, ist eine Selektion. Schwächlinge werden aussortiert. Die Starken in paramilitärische Kameradschaften übernommen. Das Ziel ist die Ausbildung von militanten Neofaschisten, die mit Waffen und Sprengstoff umzugehen verstehen. Ende Mai 1974 explodiert während einer antifaschistischen Kundgebung in Brescia eine Sprengladung. 6 Menschen sterben, 90 werden verletzt. Wieder ein Verbrechen von Neofaschisten, das ungesühnt bleibt. Mutmaßliche Täter werden mangels Beweisen freigesprochen. In Belgien marschiert der VMO, der flämische militante Orden, eine rechtsextreme Formation mit 400 Aktivisten und rund 1000 Sympathisanten. Geführt wird sie von Bert Eriksson, einem Ex-Hitlerjungen und ehemaligen Fallschirmjäger. VMO-Mitglieder verbreiten Angst, überfallen Geschäfte von Ausländern und politische Gegner.
Zentraler Treffpunkt des VMO ist Erikssons Café Odal in Antwerpen. Die sich hier treffen, sind Kämpfer für flämisches Blut und flämischen Boden und gegen die parlamentarische Demokratie. Was an den Wänden hängt, erinnert an die Nazi-Herrschaft und die flämische Kollaboration mit Hitler-Deutschland. Nicht wenige der VMO-Mitglieder stammen aus der belgischen Armee. Unter ihnen sind auch Fallschirmjäger. Selbst Fremdenlegionäre gehören dazu. Sie verfügen über ein umfangreiches Waffenarsenal. Für kampfbereiten Nachwuchs wird systematisch gesorgt. Um bereits Kinder zu rekrutieren und sie für Gewalttaten fit zu machen, werden in Ausbildungslagern paramilitärische Programme durchgeführt. Paramilitärische Verbindungen führen von Belgien aus auch nach Bayern, zur Wehrsportgruppe Hoffmann, die von Politikern der konservativen Landesregierung für einen harmlosen Geländespielverein gehalten wird. Die Glocke ab, fang den Arm, zieh den hier rein, Glocke ab. Hoffmann drillt rechte Zeitbomben. Mit 400 Mitgliedern ist seine Wehrsportgruppe die größte paramilitärische Organisation der Bundesrepublik. Hoffmann will mit einem Militärputsch die Demokratie beseitigen. Seine Truppe, die seit 1974 besteht, hat Vorbildcharakter für andere Wehrsportgruppen. Massenhaft werden militärisches Gerät und Waffen gefunden, als der Innenminister der Bundesrepublik im Januar 1980 Hoffmanns Truppe schließlich verbietet. Wie sich herausstellt, war sie international mit zahlreichen ähnlichen Gruppierungen vernetzt. Ich habe keine Veranlassung, nun solche Kontakte aufzudecken. Da wird sich natürlich die Polizei Mühe machen müssen, sollte es doch tun. Aber diese Kontakte nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich bestehen. Ist ja nichts Verbotenes. Hoffmann hat sich bemüht, im Ausland Kämpfer für seine Privatarmee anzuwerben. Das belegen Ausgaben seiner Zeitschrift Kommando, die er in 6 Sprachen herausgebracht und außerhalb der Bundesrepublik vertrieben hat. Italien 1980. Die innenpolitische Situation ist nach wie vor instabil. Von einer Krise staatlicher Institutionen ist die Rede. Die Demokratie leide an Konfusion, an Skandalen und unter dem Terrorismus, heißt es. Die Mafia breitet sich immer weiter aus. Die von den Christdemokraten geführte Regierung hat große Mühe, die politische Ordnung zu festigen. Bologna, am 2. August 1980. Im Wartesaal des Bahnhofs explodiert eine Bombe. Die grauenvolle Bilanz, 85 Tote und etwa 100 Verletzte. Es ist der verheerendste Terroranschlag in der italienischen Nachkriegsgeschichte und der grausame Höhepunkt einer Strategie, die darauf zielt, die Demokratie durch einen autoritären Staat zu ersetzen. Eine neofaschistische Gruppe übernimmt die Verantwortung. Die Ermittlungen ziehen sich dann aber über 15 Jahre hin, weil sie behindert werden. Wir hatten viele, viele Schwierigkeiten. Vor allem, weil es staatliche Stellen gab, die Interesse daran hatten, unsere Ermittlungen in eine falsche Richtung zu lenken. Es wurde alles getan, um zu verhindern, dass die Richter auf die richtige Fährte kamen. Das war seit Beginn der Ermittlungen so. Erst 1995 werden 2 neofaschistische Terroristen als Einzeltäter verurteilt. Strukturen hinter ihnen bleiben im Dunkeln. Schon wenige Wochen später, es ist der 26. September 1980, explodiert auf dem Münchner Oktoberfest eine Bombe. Das blutigste Attentat der deutschen Nachkriegsgeschichte fordert 13 Tote und mehr als 200 zum Teil schwer Verletzte. Die Täter seien links zu suchen, so die Position des bayerischen Ministerpräsidenten Strauß. Das gängige Muster. Doch er irrt. Unter den Toten ist auch der Täter, der Geologiestudent Gundolf Köhler. Er war eng vernetzt in der rechtsextremen Szene und hatte an Übungen der Wehrsportgruppe Hoffmann teilgenommen. Trotz dieser Verbindungen und einiger Zeugen, die Köhler mit Komplizen gesehen haben wollen, bleibt der Student für die Ermittler ein verwirrter Einzeltäter.
Es wird das blutigste Jahr des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Kaum 3 Monate nach dem Anschlag in München. Es ist der 19. Dezember 1980. Der Jude Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin werden erschossen. Der Ermordete war Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Erlangen. Sein Mörder, ein Führungskader der Hoffmann-Truppe. Er setzt sich in den Libanon ab. Sind Anfang der 1980er Jahre Gewalttaten gegen Juden in der Bundesrepublik noch selten, so häufen sie sich in Frankreich. Jüdische Mitbürger werden in nationalsozialistischer Manier öffentlich verunglimpft. Mit dem Antisemitismus macht sich ein französischer Nationalismus breit. Das Motto: Frankreich den Franzosen. Neonazis attackieren Juden dort, wo sie wohnen. Sie werden bedroht und angegriffen, selbst am helllichten Tag. Junge Juden organisieren sich, um sich zu wehren. Dass es Polizisten gibt, die Untersuchungen sogar verschleppen, bestätigt ihre Gewerkschaft. Die entdeckt Neonazis in den eigenen Reihen. Die Rede ist von einem rechtsextremistischen Geheimbund innerhalb der Polizei. Der Antisemitismus, der von neonazistischen Gruppierungen ausgeht, wird zur terroristischen Bedrohung. Es kommt zu Brandanschlägen. Im Auto des bekannten jüdischen Anwalts Serge Klaasfeld, der ehemalige Nazi-Verbrecher aufspürt, detoniert eine Bombe. Drohbriefe verkünden: Ob wir verboten sind oder nicht, wir machen weiter. Immer brutaler werden wir zuschlagen. Eines Tages werden wir Blut fließen lassen. Die neue faschistische Generation. Ein einziger Gott: Adolf Hitler. Eine der aktiven Neonazi-Gruppen ist die FANE, die Fédération d'Action Nationale Européenne. 1980 verboten, macht sie unter neuem Etikett weiter. Ihr Verbindungsmann zu deutschen Gesinnungsgenossen. Wir haben auch Kontakt zur volkssozialistischen Bewegung Deutschlands mit dem Kameraden Friedhelm Busse aus München, mit dem wir mehrere Kongresse und Versammlungen gemacht haben. Ich möchte unterstreichen, dass die Kämpfer der VSBD mit Friedhelm Busse am Kongress der FANE im letzten Januar teilgenommen haben. Die Beziehungen der volkssozialistischen Bewegung Deutschlands zu französischen Neonazis sind zunächst informeller Art. Das ändert sich bald. Der Chef ist Friedhelm Busse, ein Druckereibesitzer. Nach dem Verbot einiger rechtsextremer Vereine hat er viele heimatlose Neonazis aufgenommen und sie für sein Weltbild gewonnen. Die völkische Weltanschauung basiert auf 5 Fundamente, nämlich Rassenhygiene, Staat, Ehre, Arbeit und Boden. Busses rechtsextreme Organisation vereint alte und junge Nazis. In der tiefbraunen Gemeinschaft gibt es Fanatiker, die auf Gewalt setzen. Einige von ihnen gründen mit französischen Neonazis der ehemaligen FANE die Terrororganisation Omega. Deren Anführer hat ein klares Ziel. Ich kämpfe für die Wiedererrichtung des Nationalsozialismus in Deutschland. Wir wollen die Demokratie beseitigen, den Rest des Besatzungsdiktats beseitigen und einen neuen nationalsozialistischen Staat errichten. Am 20. Oktober 1981 verlässt Uhl mit seiner Terrorgruppe Omega die Wohnung Friedhelm Busses in München. Sie wollen eine Bank überfallen und Geld beschaffen. Doch sie werden von der Polizei gestellt. Im Kugelhagel sterben Uhl und ein deutscher Komplize. Ein französischer Neonazi wird schwer verletzt. Im Auto findet die Polizei ein umfangreiches Waffenarsenal. Das Ziel des Kommando Omega war, Richter und Staatsanwälte als Steichbügelhalter dieses Systems zu liquidieren und Verräter in den eigenen Reihen zu beseitigen. Im Januar 1982 wird auch Busses bis an die Zähne bewaffnete Organisation verboten. Dem Anführer selbst kann keine direkte Beteiligung an Gewaltakten nachgewiesen werden. Paris 1984. Michael Kühnen im Exil. Nach seiner Haftentlassung will er von hier aus ein europaweites Netzwerk neonazistischer Organisationen aufbauen. Eine seiner Unterkünfte liegt am Rand von Paris.
Ein alter französischer SS-Mann hat ihm Unterschlupf gewährt. Ja, das handelt sich also um einen ehemaligen Offizier der SS-Division Charlemagne. Das waren die früheren französischen SS-Freiwilligen an der Ostfront während des Zweiten Weltkrieges. Der Mann ist selber politisch nicht mehr aktiv, wohl auch aus Altersgründen, hat aber dieses Haus mehr oder weniger zur Verfügung gestellt für Kameraden, die in Schwierigkeiten sind. Ich komme zunächst mal im Grunde durch ganz Europa, ohne ein Pfennig Geld auszugeben, weil eben von einer Station zur nächsten immer gesorgt werden kann für Unterbringung, für Verpflegung, sind im Wesentlichen also die Reisekosten. Und das Geld, was eben gebraucht wird, auch für die politische Arbeit, kommt eben von älteren Kameraden, die im Hintergrund stehen und die Bewegung unterstützen. Kühnen hat gute Kontakte in die französische Neonazi-Szene. So zum Ex-Chef der FANE, Marc Frederikson, der nun eine neue Organisation anführt. Die Kontakte sind seit Jahren exzellent, seitdem es den nationalsozialistischen Widerstand gibt. Seitdem haben wir gute, freundschaftliche Beziehungen. Kurz darauf wird Michael Kühnen aus Frankreich ausgewiesen und wegen fortgesetzter nationalsozialistischer Aktivitäten in der Bundesrepublik zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt. Doch er hat seine Organisation so aufgestellt, dass sie auch ohne ihn agieren kann. Kühnens Truppe lebt, kämpft und feiert. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Führergeburtstagsfeier. Heute am 20. April 1989. Neben Thomas Brehl hat sich ein Österreicher zu einem der Stellvertreter Kühnens profiliert. Sein Name? Gottfried Küssel. Er möchte die Republik Österreich als Ostmark zurück in ein großdeutsches Reich führen. Und dass unser Marsch nicht mit diesen Flügeln von den Füßen stärker, größer und mächtiger werden wird. Und es gibt einen Niederländer, der sich in Szene setzt. Alles Gute, Herrn Sieg. Vorwärts im Geist Adolf Hitlers. Michael Kühnen hat Thomas Brehl, Gottfried Küssel, den Holländer Eite Hohmann und andere zu strammen Nationalsozialisten mit einem klaren Feindbild geformt. Sie hassen die Demokratie. In den 1980er Jahren entwickeln sich auch in der DDR oppositionelle Parallelwelten. Unbehagen gegenüber den genormten Parolen und der Tristesse des Alltags bringen Jugendliche immer lauter zum Ausdruck. Als Punks, Skinheads oder Hooligans. Es gibt auch eine Neonazi-Szene, die mit Sympathisanten auf 15.000 DDR-Bürger geschätzt wird. Seit 1988 häufen sich Gerichtsverfahren gegen junge Rechtsextreme, die es nach dem antifaschistischen Selbstverständnis der DDR-Führung gar nicht geben dürfte. Alle Verurteilten werden in denselben Gefängnissen untergebracht, was deren Zusammenhalt nur noch fördert. In den Zellen gärt die Wut. Keiner glaubt, schnell wieder rauszukommen. Dann fällt die Mauer. Ein Ereignis, das Europa stark verändern und das Weltgeschehen erheblich beeinflussen wird. Die Deutschen scheinen ein großes Ziel erreicht zu haben. Die Einheit unserer Nation. Was im Freudentaumel kaum wahrgenommen wird, mit dem Ende der DDR kommt es auch zu einer Vereinigung der rechtsextremen Szenen aus Ost und West. Michael Kühnen, wieder auf freiem Fuß, ist 10 Tage nach dem Mauerfall mit seinem Gefolge im Osten. Der AIDS-kranke Neonazi-Führer will neues Fußvolk rekrutieren. Als dann die Mauer weg war, dann, das war ja wie ein Dammbruch und dann schossen auch überall wie die Pilze rechte Gruppierungen aus dem Boden. Und Kühnen, obwohl damals schon an seiner Krankheit leidend, hat dann nochmal alle Kräfte zusammengenommen, hat so oft er konnte die neuen Bundesländer bereist, hat Reden gehalten und versucht dem Ganzen da drüben organisatorisches Gepräge zu geben. Wir wissen aus unserem Herzen und aus unserem Verstand, dass alleine Michael Kühnen der Mann ist, der uns dereinst mit dieser Bewegung zum Sieg führen wird. Schnell bemüht er sich, Strukturen zu schaffen und Schlüsselpositionen mit seinen Kameraden aus dem Westen zu besetzen. Die Leitung insgesamt des Ordnungsdienstes und die
die hier an Anweisungen zu geben haben, ist in erster Linie Kamerad Gottfried Küssel aus der neutralen Ostmark. In der Ostberliner Weidlingstraße 122 nutzt Kühnen ein Haus, um einer Organisation mit dem Namen Nationale Alternative eine Zentrale zu geben. Das Gebäude wird zu einer schwer bewaffneten Festung ausgebaut und zum Ausgangspunkt für den Kampf gegen Ausländer und um sogenannte national befreite Zonen. Unsere jungen Kameraden sind selbstverständlich immer bereit, Gewalt anzuwenden. Und zwar vor allem deshalb, weil dieser Staat mit Mitteln und Methoden arbeitet, die ebenfalls Gewalt darstellen. Und von unserer Seite wäre das, wenn es passieren würde, lediglich Notwehr als Notwehr zu sehen. Bayreuth 1991. Aufmarsch von 3000 Rechtsextremisten und Neonazis aus Ost und West. Gedenken an Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess. Vorn dabei die Anhänger des inzwischen verstorbenen Michael Kühnen und Kader verbotener Organisationen wie Friedhelm Busse. Nachdem er wegen Waffen- und Sprengstoffbesitzes auch im Gefängnis war, hat er sich an die Spitze einer neuen Organisation gestellt. Der Name soll die wahren Absichten verschleiern. Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, kurz FAP. Hier wird die Wiedervereinigung am ganz rechten Rand öffentlich vollzogen. Aggressiv und unverhohlen drohend. Küssel empfiehlt sich als ein neuer Führer. Und Wehrsportgruppen trainieren, wie das geschehen soll. Martialische Auftritte vor Kameras irgendwo in einem Wald Ostdeutschlands. Gewaltverherrlichung, Führerkult und Waffenfetischismus. Ein Dreiklang, der den braunen Terrorismus in Schwung bringt. Dazu Fremdenhass, der mit dem Ende des Eisernen Vorhangs und fallenden Grenzen immer mehr um sich greift. Kameraden angegriffen. 1991 im französischen Vélixen. Hier treffen sich militante Rechte aus mehreren europäischen Ländern. Sie wollen ihre Kontakte vertiefen, feiern und den Umgang mit Waffen trainieren. Eingeladen hat die PNFE, die Parti Nationaliste Française et Européenne, eine Nachfolgeorganisation der FANE. Ihr Anführer ist der Neonazi Claude Cornillo. Liebe deutsche und griechische Kameraden, ich heiße Sie herzlich willkommen in Vélixen zu unserer Sonnenwendfeier der PNFE unter dem Zeichen der europäischen Freundschaft und der Freundschaft unter allen Völkern weißer Rasse. Hier dominieren rassistische Töne. Blanche! Vorbereitungen für eine große Sonnenwendfeier. Das Grundgesetz der Bundesrepublik soll in Flammen aufgehen. Fleißig beim Zerreißen dabei ein junger Mann aus dem ostdeutschen Thüringen. Sein Name Tino Brandt. Dann wird es dunkel. Möge, so wie dieser Holzstoß jetzt lodert, die Flamme in unseren Herzen weiterbrennen. Und möge das Hakenkreuz sich aus tiefster Nacht wieder erheben zum endgültigen Sieg. Pour la victoire, Sieg! 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 Auf dem Programm steht auch paramilitärisches Training vor dem Chateau. Schießübungen für Kamerad und Kameradin. Schön gemütlich. Wow! Getroffen? Zum Jahresende 1991 in Ost-Berlin. Hier scheint die SA zu tagen, jene Sturmabteilung, die im Dritten Reich für den mörderischen Straßenterror zuständig war. Unter den Augen der anwesenden Polizei wird der eigens angemietete Festsaal zur Propagandabühne einer neonazistischen Organisation. Friedhelm Busses Freiheitliche Arbeiterpartei, FAP, tritt in die Fußstapfen der NSDAP.
Wir sind keine Palaverpartei, sondern wir sind die radikale Kampforganisation in der Bundesrepublik zur Erneuerung unseres Vaterlandes. Und der junge FAP-Aktivist Thorsten Heise ruft aus, wer die Feinde sind. Und dieser Staat mit seinem Apparat, zu dem gehören für mich auch die Autonomen auf der Straße, diese Ausländerflut zwingt uns dazu, und das ist gut, so muss das sein, vereint auf der Straße stehen, vereint zuschlagen, vereint kämpfen. Worte, die nicht nur einer neonazistischen Geisteshaltung entsprechen. Denn Fremdenfeindlichkeit ist nicht mehr nur am rechten Rand anzutreffen. So kommt es 1992 zu den Pogromen gegen Vietnamesen in Rostock. Hier gibt es noch keine Toten. In anderen Städten sterben durch heimtückische Anschläge wenig später 8 ausländische Mitbürger. Mehr als 30 werden schwer verletzt. In Hüngse, Solingen und Mölln kennen gewalttätige Neonazis und deren Anhänger keine Grenzen mehr. Selbst Kinder werden nicht verschont. Es ist Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der den rechten Terror als solchen klar benennt. Die Morde von Mölln und Solingen, sie sind nicht unzusammenhängende, vereinzelte Untaten, sondern sie entstammen einem rechtsextremistisch erzeugten Klima. Es mögen Einzeltäter sein, aber sie kommen hier nicht aus dem Nichts. Rechtsextreme Gewalt, so gedankenarm sie auch wirkt, ist doch politisch motiviert. Inzwischen hat der mörderische Hass auf Ausländer eine internationale Dimension. Der Rassismus sorgt Anfang der 1990er Jahre auch in Schweden für Angst und Schrecken. Der Nationalist Jon Ausonius schießt auf 11 Menschen mit dunkler Hautfarbe. Eine Person stirbt, die anderen werden schwer verletzt. Der Täter benutzt zunächst ein Gewehr mit Laserzielvorrichtung und geht als der Lasermann in die Kriminalgeschichte ein. Die Gewalttaten führen zu einer der größten Polizeiaktionen in der schwedischen Geschichte. Ausonius wird zu lebenslanger Haft verurteilt und für die Neonazis seines Landes zum Märtyrer. Schwedens rechte Szene fühlt sich durch die Mordanschläge und die liberale Gesetzgebung, die ihnen Freiräume lässt, ermuntert, militanter aufzutreten und Ausländer zu attackieren. Hallo. 1993 in Fulda. Die neonazistische Szene in Deutschland schickt sich an, ihre europäischen Verbindungen auszubauen. Wieder ist es ein Rudolf Hess-Gedenktag, der Friedhelm Busse und seine Kameraden veranlasst, in der Öffentlichkeit spektakulär für Aufmerksamkeit zu sorgen. Erstmals mit dabei Neonazis aus Schweden vom Weißen Arischen Widerstand, VAM. Ebenso wie Rechtsradikale aus Großbritannien mit John Peacock von der British National Party. Auch Mitglieder der dänischen nationalsozialistischen Bewegung DNSB sind der FAP-Einladung gefolgt. Claude Corniot führt die Abordnung der PNFE an. Hier herrscht ein rassistischer Geist, der die Teilnehmer dieses internationalen Neonazi-Treffens verbindet. Ich würde sagen, die Rasse. Wir sind alle Mitglieder der gleichen primären Rasse, der weißen Rasse. Besser gesagt, einer Weltrasse. Es ist der französische Neonazi-Führer Claude Corniot, der dem Rassismus eine europäische Ausprägung geben will. Frankreich den Franzosen, Deutschland den Deutschen, nieder mit der Vielrassendemokratie. Es lebe die weiße Rasse, es lebe der weiße und europäische Nationalismus. Der weiße Rassismus elektrisiert die Neonazi-Szene. Es geht nicht mehr um ein neues, großdeutsches Nazireich.
Nun, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, ist ein braunes, antidemokratisches Europa das Kampfziel. Ein Kontinent der weißen Vaterländer, autoritär geführt, nach dem Führerprinzip funktionierend. Claude Cornillot hat in den 1990er Jahren das Ziel, in der rechten europäischen Szene den Ton mit anzugeben. Wenn er zu einem Interview geladen wird, präsentiert er sich als gut bürgerlicher Biedermann, umgeben von jungen Kameradinnen. Ein großer Unterschied mit, sagen wir, 1930 ist, dass wir jetzt durch diese Überfremdung, die wir überall erleben, sei es in Deutschland oder England oder Italien, jetzt davon Kenntnis genommen haben, dass wir was Gemeinsames haben. Das heißt, die Kultur und diese Blutgemeinschaft, die wir verteidigen wollen. Doch unter seinesgleichen ist Cornillot ein knallharter Führer, der paramilitärische Gruppen drillen lässt, sich mit kriegserfahrenen Söldnern umgibt und politischen Gegnern unverhohlen droht. Die Richter, die Polizisten, die Journalisten, die angeblichen Erzieher, alle die, die gegen ihr eigenes Volk gekämpft haben, gegen ihre eigene Rasse und gegen unsere Ideen, alle diese Leute werden dafür bezahlen. Hinter der seriösen Fassade verbirgt sich der Charakter eines gewaltbereiten Neonazis. Sein Traum? Ein Europa als autoritäre weiße Festung, in der er zu den großen Führern gehört. Anfang Dezember 1994. FAP-Chef Busse will in Madrid mit spanischen Faschisten den Geburtstag des toten Diktators Franco begehen, der das Land bis 1975 regierte. Er freut sich über die Freiheiten, die seine jungen FAP-Mitglieder hier genießen können. Da ziehen junge Menschen voller Stolz ihre Uniform an, die sie in Deutschland nicht zeigen dürfen. Und sie dokumentieren auch hier in Spanien eine Geschlossenheit. Und ich bin immer wieder berührt, wenn dann die deutschen jungen Menschen durch die Straßen gehen. Und dann stehen die Spanier am Straßenrand und heben den Arm zum rechten Gruß. Hier wird mit Heil gegrüßt und dann wird gerufen, Viva Alemania, Viva España. Und es kommt hier zu ganz fantastischen Verbrüderungsszenen. Dann ist es soweit. Die Huldigung Francos. Für die jungen Neonazis der Höhepunkt des Zeremoniells. In Deutschland reagieren die Sicherheitsbehörden auf die zunehmenden neonazistischen Umtriebe und die wachsende Zahl rechter Gewalttaten. Zwischen 1992 und 1995 werden 6 Organisationen verboten. Der führende niederländische Neonazi Eite Hohmann, der sich seit langem mit der rechtsextremen Szene in Deutschland aufs Engste verbunden fühlt, hat das Verhalten der staatlichen Behörden im Nachbarland genau beobachtet. Schon Michael Kühn hat gesagt, dass unser Hauptfeind war schon immer den Staat. Das haben wir schon in den Anfangs der 80er Jahren gesagt. Und das ist immer so geblieben. Nur wir sind, wir haben mehr Massenanhang bekommen und demzufolge ist die Narrenfreiheit, die wir dann in der Mitte der 80er Jahre genossen, die ist jetzt vorbei. Jetzt hat der Staat sich auf uns eingeschossen und versucht uns jetzt mit allen Mitteln niederzukämpfen. 1995 hat auch die FAP den Bogen überspannt. Bei Hausdurchsuchungen finden Sicherheitsbehörden und Polizei Waffenarsenale und Unmengen von braunem Propagandamaterial. Auch Busses Truppe wird nun verboten. Dixmöde in Belgien. Alle Jahre wieder ein Ort, um Opfern des Ersten Weltkriegs zu gedenken.
Zehntausende sind gekommen, darunter viele flämische Nationalisten. Für europäische Neonazis der ideale Ort, um Aktionen zu koordinieren. Dass Friedhelm Busse keine Partei mehr hat, stört ihn wenig. Parteien kann man verbieten, mich kann man nicht verbieten. Und ich handle nach dem Motto, das schadet einer deutschen Eiche nichts, wenn sich ein Schwein dran scheuert. Ich bin immer eine Eiche. Am Abend in einem Restaurant. Im sicheren Ausland fordert Busse unter seinesgleichen, was er sich in Deutschland wohl kaum trauen würde, Konzentrationslager. In unserem künftigen Staat darf es kein müheloses und arbeitsloses Einkommen leben. Und die Schmarotzer im Volk müssen in eine Institution geschickt werden, wo mit eisernen Lettern drüber steht, Arbeit macht frei. Drinnen die Verbrüderung europäischer Neonazis, draußen die Polizei. In Greve, unweit von Kopenhagen, gibt es einen Radiosender, durch Steuergelder mitfinanziert. Ein Hörfunk, der nach dänischem Verständnis ins Bild der Meinungsfreiheit passt. Das Gebäude ist auch die Zentrale der DNSB, der dänischen nationalsozialistischen Bewegung. Für die Hörer wird hier auch regelmäßig aus Hitlers Mein Kampf vorgelesen. Wir alle sind orthodoxe Nationalsozialisten. Natürlich kommt unsere Idee von Hitler. Und natürlich haben wir eine dänische Version. Was die Neonazis in Greve treiben, ist legal. Von hier aus wird ungehindert NS-Merchandising für ganz Europa betrieben. Es werden auch Publikationen gedruckt und verschickt. Die dänischen Neonazis sind zu einem wichtigen Bestandteil des braunen Netzwerks in Europa geworden. Eine Zentrale für NS-Propagandamaterial. Ihre Beziehungen und Kontakte weiten sich immer mehr aus. Im Norden sind verschiedene Organisationen. Also da gibt es eine, die Frit Forum genannt. Im Schweden sind Weiße Eiche Widerstand und Riksfronten. Und England sind Combat 18. Und Frankreich sind also Claude Cornelio, seine Organisation Fahne. Und Deutschland sind ja die ehemalige FAP, eine Schwesterorganisation. Teil des Netzwerks ist auch die Terrororganisation Combat 18, die in England als militärischer Arm der Skinhead-Bewegung Blood and Honor entstand. Videos zeigen, wie es zur Sache geht. Rechter Terrorismus anschaulich propagiert. Die Strategie? Rassistische Anschläge auf ausgewählte Opfer, die auf schwarzen Listen stehen. Operiert wird aus dem Untergrund heraus. Bekennerschreiben sind tabu, um Fahndern keine Anhaltspunkte zu bieten. Rechtsextreme Dänen und Schweden nutzen die Freiräume in ihren Ländern und zeigen sich mit entsprechenden Gesten kampfbereit. Hier in Dänemark dürfen Neonazis die Hakenkreuzfahne tragen. Selbst das Symbol der SS, jener berüchtigten Elitesoldaten Hitlers, die im Zweiten Weltkrieg eine Blutspur durch Europa zogen, ist nicht verboten. Hier in der Gemeinschaft kein Tabu beachten zu müssen, schweißt zusammen und motiviert. Mitglieder deutscher Kameradschaften können sich in Dänemark offen im NS-Outfit zeigen. Daheim sind sie dabei abzutauchen. Haben die Verbote von rechtsextremen Gruppierungen Mitte der 1990er Jahre doch zu einem Strategiewechsel in der rechtsextremen Szene geführt. Alte Hohmann aus den Niederlanden erklärt, was neu ist. Da wird sowohl in der holländischen wie auch in der deutschen Szene wird jetzt verstärkt auf dezentrale, aber schlagkräftige Aktionsformen und Organisationsformen gesetzt. Zellenbildung gehört dazu, autonome Bildung, autonome Gruppen, konspirative Vorgehensweise, Klein- und Kleinstgruppenbildung ohne
deutliche, unerkennbare zentrale Führung. Also das Prinzip von, was wir ja aus den USA kennen, von führerlosen Widerstand. Jeder macht mit, keiner ist verantwortlich und Organisation durch Desorganisation. Die Freien Nationalisten verstehen sich als lose Vereine, die nirgendwo eingeschrieben sind und ihre Aktionen verschlüsselt per Internet und Handy organisieren. Sie zielen darauf, spontan zu handeln und nicht verfolgt werden zu können. Da bot sich also diese Konzeption der Freien Nationalisten natürlich an, und das wird auch vom System jetzt ganz schwer zu knacken sein. Also überall örtliche Gruppen, vollkommen unübersichtlich, keine einheitliche Führung und trotzdem dieses zwar getrennt marschieren, aber dann vereinschlagen, wenn es drauf ankommt. Das ist also für die nächsten Jahre in meinen Augen die erfolgsversprechendste Strategie. Und sie schießen in Deutschland wie Pilze aus dem Boden. Rechte Gruppierungen, die kaum mehr zu überwachen sind. Sie erhöhen die Gefahr von Übergriffen und Terroranschlägen. Ende der 1990er Jahre wird eine solche Terrorzelle in der Nähe von Berlin ausgehoben. Eine konspirativ operierende Kleinstgruppe, die Waffen gehortet und Anschläge geplant hat. Nick Greger gehörte zu ihr. Er hat eine respektable Neonazi-Karriere hinter sich und viele Kontakte aufgebaut, auch zum Chef der dänischen Neonazis Johnny Hansen. Greger hat sich im Ausland auf Terrorakte vorbereitet, dann aber die Szene verlassen und ein Buch über seine verschenkten Jahre geschrieben. Er gibt Auskunft, obwohl er wegen früherer Straftaten immer noch im Gefängnis sitzt. Ja, das ist ein bisschen eine groteske Sache. Man isoliert sich selbst von dieser Gesellschaft, wenn man dieser Szene beitritt, und verdirbt sich so manche Aufstiegschancen in der Gesellschaft. Man nimmt das aber in dem Moment nicht wahr, ja, sondern sieht, ja gut, in dieser Gesellschaft bringe ich es zu nichts. Man leuchtet die Hintergründe nicht aus. Und dann hat man eben Aufstiegschancen in dieser Parallelgesellschaft. Ja. Und das motiviert, das ist eigentlich armselig, dass man da nicht drüber nachdenkt, warum komme ich eigentlich in der normalen Gesellschaft nicht zurecht. Aber man sagt sich dann auch, ja, in dieser Gesellschaft will ich ja auch gar nicht aufsteigen, mit dieser Gesellschaft habe ich nichts zu tun, das ist nicht die Gesellschaft, in der ich leben will, die bekämpfe ich ja. Und die Begleitmusik, die den Hass steigert, liefern die Bands der Blood and Honor Bewegung. Sie propagieren militanten Rassismus und Antisemitismus, verherrlichen brutale Gewalt. Der Hitlergruß ist das Ritual im aggressiven Stimmungshof. Wenn man in dieser Szene ist, man hört natürlich dann nur diese Musik. Das ist ganz klar. Und wenn man sich jeden Tag diese Musik, wenn man sich das mal anhört, diese Texte und teilweise auch der aggressive Rhythmus, wenn man sich von früh bis Abend über Jahre hinweg vielleicht sogar mit sowas berieselt, dann kann es schon sein, dass man irgendwann mal austickt, wie so dieser Kai Diesner eben in Berlin, ja, dass man wahnsinnig wird auch durch diese Musik. Einer, der die Gesellschaft fanatisch bekämpft, ist der Berliner Neonazi Kai Diesner. 1997 erschießt er bei einer Verkehrskontrolle einen jungen Polizisten. Ein zweiter Beamter wird lebensgefährlich verletzt. In der Neonazi-Szene wird Diesner bis heute als Märtyrer des weißen arischen Widerstandes gefeiert. Rassenhass ist auch der Antrieb für Franz Fuchs, den Mörder von vier Roma in Österreich. Er geht als Briefbomben- und Sprengfallenbauer in die Geschichte des Rechtsterrorismus ein. Mit dem Absender Bajuwarische Befreiungsfront versehene Briefe verschickt er an Angehörige nationaler Minderheiten sowie an Institutionen und Personen, die sich für Ausländer engagieren. 15 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Manche verlieren Hände oder Arme. Der Wiener Oberbürgermeister Helmut Zilk ist eines seiner Opfer. Auch vor Gericht lässt Fuchs seiner fremdenfeindlichen Gesinnung freien Lauf. Er provoziert. Minderheitenprivilegien? Nein, danke! Minderheitenprivilegien? Nein, danke!
Fuchs erhält eine lebenslange Gefängnisstrafe und nimmt sich in der Haft das Leben. In Deutschland sind inzwischen viele Kameradschaften unterwegs. Eine von ihnen ist der sogenannte Thüringer Heimatschutz, ein Zusammenschluss mehrerer Gruppierungen freier Kräfte. Verzichtet wird auf Mitgliedsbücher und Beitragszahlungen, um Unterlagen zu vermeiden. Ein Ziel der Neonazis von Anfang an? Die Bekämpfung politischer Gegner, im Szenejargon Anti-Antifa-Arbeit. Der Kopf des Thüringer Heimatschutzes ist der junge Mann rechts im Bild. Er heißt Tino Brandt und verfügt über Kontakte auch in die europäische Neonazi-Szene. Zur Erinnerung. 1991 war er tatkräftig an der Vorbereitung einer rechtsradikalen Sonnenwendfeier in Frankreich beteiligt. Tino Brandt ist inzwischen auch V-Mann des Verfassungsschutzes, kassiert als Lohn 200.000 D-Mark, die er nach eigenen Aussagen in seine Organisation steckt. Wir wollen natürlich die Thüringer Heimat schützen. Wir sehen das ökologisch, Umweltschutz ist Heimatschutz. Wir sehen das aber natürlich auch vor kriminellen Subjekten in diesem Thüringer Freistaat. Damit meinen wir Drogendealer, damit meinen wir linke, rote Kriminelle. Wir meinen alles, was in diesem Staat Probleme macht. Januar 1998 in Dresden. An einer Demonstration europäischer Neonazis nehmen drei junge Menschen teil, die zum Thüringer Heimatschutz gehören und in der Öffentlichkeit völlig unbekannt sind. Hier können sie ein letztes Mal gemeinsam gesehen werden. Dann tauchen sie für Jahre unter. Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe. Ihre Zelle nennen sie Nationalsozialistischer Untergrund, NSU. Das Transparent, das die drei tragen, erweckt den Eindruck einer Prophezeiung. Nationalismus, eine Idee, sucht Handelnde. Mundlos und Bönhardt handeln eiskalt. Es beginnt nach bekanntem Muster mit Banküberfällen zur Geldbeschaffung. Auch in Schweden wird eine Bank von Neonazis überfallen. Zwei Polizisten werden dabei erschossen. Doch damit nicht genug. Gruppen wie die schwedische Nationalsozialistische Front, NSF, haben sich weiter radikalisiert. Ihr Hass trifft Menschen, die in der demokratischen Gesellschaft aktiv sind. Am 12. Oktober 1999 wird der Stockholmer Gewerkschafter Björn Söderberg an seiner Wohnungstür mit 6 Kopfschüssen hingerichtet. Der 41-Jährige hatte einen Kollegen als Neonazi enttarnt. Das war sein Todesurteil. Wenig später folgt ein Anschlag auf ein Haus der Gewerkschaften. Wer ihnen im Weg steht, muss auf der Hut sein. Im gleichen Jahr setzt mit David Copeland ein Anhänger der Terrororganisation Combat 18 in London neue grauenvolle Maßstäbe. In Stadtvierteln mit hohem Migrantenanteil geht die Angst um. Bomben explodieren. Es gibt 3 Tote und fast 150 Verletzte. Die Methode des Terrors ist an Skrupellosigkeit kaum noch zu überbieten. Rohrbomben explodieren, gefüllt mit Nägeln. Die Röntgenaufnahme eines schwer verletzten Kindes. Ein Nagel ist tief in den Kopf eingedrungen. Der Ton in der Neonazi-Szene hat sich weiter radikalisiert. Wie das Treffen von Mitgliedern niederländischer und verbotener deutscher Gruppen in einer holländischen Kleinstadt bei Arnheim beweist. Es wird zu Terrorattacken aufgerufen. Greift das System und ihre Knechte an, wo immer es geht. Auch sie, die gegen unsere Rasse vorgehen und sie zu vernichten suchen, Staatsschmutz, Staatsanwälte und Richter, haben Namen, Adressen und Familien. Macht ihnen klar, dass wir das ganz einfach nicht mehr dulden. Bildet Zellen nach dem Vorbild des führerlosen Widerstandes. Unterstützt die nationalrevolutionären Zellen. Kameraden, wir arbeiten weiter. Sieg oder Walala. Sieg oder Tod. Längst wird gemordet.
Im Jahr zuvor, am 14. Juni 2000, erschießt der Neonazi Michael Berger 3 Polizisten, dann tötet er sich selbst. Ein Einzeltäter, heißt es zunächst einmal mehr. Dabei war er tief in den rechtsextremen Untergrund eingebunden. Der jubelt, feiert die Tat wie einen sportlichen Sieg. Es ist ein Verbrechen, das von der Öffentlichkeit nur am Rande wahrgenommen wird. Dann der September 2001. Nun hält die ganze Welt den Atem an. Fanatische Islamisten erklären den westlichen Demokratien den Krieg. Es folgen Attentate in Madrid und London. Die Zahl der Toten 250. Sicherheitskräfte wirken überfordert. Auch in Deutschland wird ein Massaker geplant. Noch rechtzeitig kann der Terroranschlag in Köln verhindert werden. Die neue, unkalkulierbare Gefahr veranlasst Sicherheitsbehörden, ihr Hauptaugenmerk nun auf den islamistischen Terrorismus zu richten. Das führt bei manchen Beamten zu sonderbaren Reflexen. Als die deutsche NSU-Zelle ihre ersten Morde an Menschen türkischer Herkunft begeht, werden die Täter zunächst im muslimischen Umfeld der Toten vermutet. Als wären nun alle Moslems suspekt. Die Ermittlungen gehen ins Leere. Als in Köln 2004 eine Nagelbombe nach dem Londoner Combat 18-Muster hochgeht, zeigen sich die Ermittler ratlos. Sie kommen den NSU-Tätern, die den Anschlag verübt haben und weiter unterwegs sind, nicht auf die Spur. Ein Polizeisprecher nach dem 8. Mord. Wir konnten bisher keinerlei Gemeinsamkeiten feststellen, die zwischen den Opfern gewesen sein könnten. Wir bewegen uns selbst im Bereich der Spekulationen, wenn wir an ein Motiv denken. Im Windschatten der islamistischen Bedrohung rüsten Rechtsextremisten und Neonazis fast unbemerkt auf. Ein Waffenmarkt in Tschechien. Am Tage wird hier altes Kriegsgerät angeboten, vielleicht noch scharfe Munition. Auf solchen Märkten kaufen auch Neonazis ein. Doch die echten und modernen Waffen aus Osteuropa gibt es erst abends im Schatten der Dunkelheit, wie Ermittler berichten. Dann laufen die großen Geschäfte ab. Wie weit die rechtsextreme Szene mit Waffen ausgerüstet ist, weiß aber niemand. Razzien der Polizei vermitteln ein alarmierendes Bild. Es sind nicht nur einfache Handfeuerwaffen, die gefunden werden. Das lässt die Befürchtung zu, dass es im Untergrund bereits paramilitärische Strukturen gibt. Doch wie sehen die aus? Sind es größere Gruppierungen für massivere Operationen? Oder kleine Zellen, die autonom agieren sollen? Kann das NSU-Trio als Muster gelten? Tatsache ist, in Europa formiert sich seit langem eine gewaltbereite Front der Rechtsextremisten und Neonazis. Eine besorgniserregende Entwicklung, die die europäischen Demokratien zum gemeinsamen Handeln zwingt. Doch dem stehen verschiedene Rechtsauffassungen gegenüber. Es fehlt der Austausch zwischen den nationalen Sicherheitsbehörden, von einem EU-weiten Register militanter Neonazis ganz zu schweigen. Ein Zustand, der dem europäischen Rechtsterrorismus in die Hände spielt. Allein in diesem Film sind über 200 Morde dokumentiert. Die Gesamtzahl der Toten, die in über 40 Jahren europaweit Opfer des rechten Terrors wurden, kennt niemand. Damit endet unser Themenabend. Wir freuen uns jetzt über Ihre Kommentare auf unserer Website Arte TV.
Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Am Dienstag, dem 27. November, geben wir bei Thema den Startschuss für das Cross-Media-Projekt Why Poverty. Daran beteiligen sich weltweit 70 Fernsehsender, darunter die BBC, das ZDF, NHK aus Japan und natürlich Arte. Im Rahmen der Initiative